Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Code Vein. Ja, wir sind wieder hier, wo wir letztes Mal so einen unschönen Tod durch Dummheit, Abgrund, so eine Kombination daraus hatten. Und wo ich letztes Mal gemerkt hatte, die Karte sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus mit zwei großen Rollen, die mit langen Gängen auseinanderliegen. Bis jetzt war das ja immer so, Bösse im finalen Raum. Was sollen die Wege? Also prinzipiell zeigt uns das ja nur, das Spiel ist danach vermutlich noch nicht zu Ende, weil der obere Weg vermutlich noch in ein neues Gebiet führt. Gut. Ich habe mich vorbereitet. Wie ihr gesehen habt gerade, ich habe einen neuen Blutcode ausgerüstet und ich habe mein Kit angepasst und ich habe weniger AP. Und mir fehlt ein Heil-Item und ich habe 300 Energie. Fangen wir erstmal damit an. Ich habe tatsächlich noch einmal diesen einen Weg da, die zweiten Fahrstuhl nachgeprüft gehabt. Und wenn ich es nicht vergesse, werde ich sie auch vermutlich einblenden. Und es war eigentlich schon genauso, wie ich vermutet hatte, es war ein kleines Gebiet. Und in diesem Gebiet findet euch die letzte Mistel, deswegen haben wir 100% Mistel. Und sonst war da nur noch ein Überrest, der Phaistos Überrest 2. Und uns fehlt ja noch der Phaistos Blutcode. Den haben wir auch bekommen, und zwar offscreen habe ich leider nicht aufgenommen. Ich weiß halt noch nicht, ob ich das mit dem Fahrstuhl reinstelle, ich glaube schon. Aber den Phaistos Überrest habe ich nicht aufgenommen. Man muss dafür nämlich nur jetzt, wenn man dieses Gebiet hier erreicht hat oder soweit hier war, mit Masamune reden. Also mit der... unserer Schwertschmiedin, Aufwetterin, ich weiß gerade nicht, wie man das nochmal nennt, genau, also unsere, die sich um unsere Ausrüstung kümmert. Und der hat eine neue Sache eingeführt, und zwar hat der eine Fähigkeit eingeführt, wodurch man schneller schneller Fähigkeiten maxen kann, dass man sich ausrüsten kann mit jeder Klasse. Und ich fand das halt ziemlich gut und ich habe trotzdem kaum was gemacht. Aber ich kann zukünftig jetzt davon wahrscheinlich jetzt Sachen schneller machen, das heißt, es ist gut. Und ich habe mir die Fähigkeit geholt, dass ich mit allen Klassen schwere Blutschleier und Waffen tragen kann. Mit Ehrgeiz des Wiedergängers. Und deswegen spielen wir jetzt eine Klasse, die normalerweise nicht diese Ausrüstung tragen kann. Ohne Geschwindigkeitsmalus. Dafür können wir aber meine ganzen Fähigkeiten tragen, die ich haben wollte. Wir sind jetzt sehr, 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 sehr offensiv geworden. Wir haben drei Angriffsbuffs, die oberen drei. X, Y und B. Ich spiele immer noch mit dem PlayStation-Controller. Danke, Spiel. Und natürlich unser Heilbuff, unser Schildbuff. Und wir haben endlich mal den... bei den unteren vier Skills nach rechts. Den Buff konnte ich nie reinnehmen, weil er halt für diese Klasse exclusive ist. Der verstärkt unseren Angriff extrem, bringt uns aber nach 2 Minuten um. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, ist das unser letzter Ausweg, es versucht vielleicht noch umzudrehen, weil das heilt uns auch einmalig voll. Das heißt, wenn wir out of Mana sind und fast tot sind, out of Blut meine ich, und keine Heilites mehr haben und fast tot sind, ist das vielleicht unsere letzte Möglichkeit, die Sache noch rumzureißen. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr offensives Kit. Wir wollen uns daran stellen. Der Blutkit fängt noch mit 20 Energie an. Das heißt, 10 haben wir noch geholt, damit wir anfangen. Deswegen fehlt mir auch ein Heil-Item. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt genug gesabbelt, weil... ja... ich fühle mich ehrlich gesagt noch nicht bereit dafür. Ganz ehrlich. Wir werden den Ausdauerverstärker auch gleich einwerfen. Ja... ich habe nichts vorher gemacht. Ich habe auch mir auch entschieden, wir machen die Tiefen, wenn erst danach, zur Entspannung. Und ich bin gespannt. Ja. Gut. 1, 2. Doppelboss? Ich bin nicht zufrieden. Was will das Spiel uns hiermit sagen? Ich nehme jetzt schon mal den Ausdauerverstärker. Und jetzt die Buffs schnell und dann geht's los. Ich bin gespannt, wie es wird. Doppelboss fände ich schön. Erst den Fetti win. You know I'd love to stay and greet you properly.
but I'm afraid I'm on a tight schedule. What the? And how were they? The humble hors d'oeuvres that I so generously prepared for you. All of the lost here. They were your experiments? You're insane. Ah, the main course has just arrived. Okay, aua. Ich hau drauf. Kannst du bitte umkippen? Oh, nice. Oh, nice. Okay, nochmal schnell Death Buff rein und weiter raufhauen. Okay. Schön, dass die andere sich um mich kümmert. Das gibt mir ein bisschen Ruhe. Fall um, bitte. Nein, hör auf zu schießen und fall einfach um. Ich hab Angst um mich, also... Das tat weh. Okay. Ja. Es sieht nicht so gut aus. Weil ich nicht weiß, wie lange die unsere Buffs noch halten. Er ist umgefallen, nice. Mia, nicht sterben. Ich brauch dich noch. Solange Mia noch lebt, ist noch eine gute Chance da. Okay. Ich hab den fetten Fass. Okay. Nee, du sollst nicht jetzt auf Mia gehen. Mia ist tot, das heißt 1 gegen 1. Das ist nicht gut. Ein sehr schneller Gegner zum Schluss, okay. Ach, kasterschütter Gegner. Oh nein, und ich kann mir nicht heilen. Bei mir nicht da. How are you doing? Mein Herz pocht gerade so schnell. Wie sollen wir diesen Kampf denn schaffen? Wir hatten gerade optimale Voraussetzungen. Mia gestorben ist nachher. Ja, danke Mia, ich weiß. Wir sehen uns gleich wieder. Ich brauche die 10 Energie, um überhaupt eine Chance zu haben. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir den Powerbuff unten auch noch mit reindrücken. Das heißt, ich habe nur 2 Minuten, um diesen Kampf zu schaffen. Das wird... Ja. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und... Ja, ich habe es wieder geschafft mit 30 Energie. Diesmal haben wir 2 Heiler ins Altes verloren. Das macht das nicht einfacher. Mir ist die Gunst sowas von egal. Man kriegt so viel Gunst in diesem Spiel. Es ist mir so egal. Ich werde, wenn ich die Sachen farme, eh genug zusammenbekommen. Ich werde die Gunst sowas von ignorieren. Ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen. Haha. Ja, ich habe mir ein tolles ausgesucht. Die Heizung ist immer noch kaputt. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. So, was machen wir? Wir buffen. Nein, was habe ich? Ich will gerade nicht sterben. Und wieder von vorne. Willkommen zurück, Leute. Oh, ich habe das jetzt gerade 2-mal alles machen müssen mit dem Wiederposten, weil ich beim ersten Mal aus Versehen den Todesbuff aktiviert habe sofort und ich schaffe die beiden nicht in unter 2 Minuten. Nein. Nicht, wenn ich auch noch buffen muss und so weiter und so fort. Also jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe mir auch gedacht, ich nehme mal Feuerschutz rein, weil ich werde eh mit den Feuertypen anfangen und das kann gar nicht schaden, das denke ich mal. So. Und dann legen wir mal los. Ich hoffe, dass es alles gut läuft. Und zweiter Versuch.
and get to work. Kein guter Start. Super schlechter Start. Hörst du auf damit, bitte? Ich hab grad das falsche Item die ganze Zeit gespammt, anstatt Heilung, ne? Hörst du bitte auf damit? Ich kann nie... Ah, jetzt kann ich endlich anfangen zu kämpfen. Jo, super, dass ich schon jetzt fast tot bin. Versucht er mich im Abstand zu halten? So. Doofer Gegner. Ich gebe mal Mia kurz einen Buff. Kann ich schaden? Warum geht er immer noch auf Mia? Das tut gerade ein bisschen weh, dass ich mich da treffen lassen. Nice, Mia. Ich hoffe, sie hält da drüben aus. Ich gebe ihr nochmal einen Buff. Ich wollte gerade sagen, wer hat mich gerade nicht getroffen, aber er hat mich getroffen. Ich muss den Heilbuff reinnehmen wieder und jetzt noch den Schildbuff wieder. Oh, das tat weh. Das war wirklich gerade. Mist, es kann so viel aufhören, mich zu fokussieren. Ich habe kaum noch Heil-Items. Na toll. Wir werden den Todesbuff nehmen müssen für den zweiten. Fall um. Solange ich mich noch heile, ist noch alles gut, aber... Solange Mia auch noch lebt, kann sie mich ja auch noch wiederbeleben im Notfall. Läuft gut, der zweite. Oh, ich sehe sie im Boss gerade nicht, da. Hm, ausweichen! Ja, die war schaffen beim zweiten Versuch, okay. Ich wollte buffen. Oh, ich habe noch nie so einen Sprung gemacht, muss ich mal sagen. Ich habe Waffe aus wegen gewechselt. Das ist nicht gut. Hier wechsle ich zurück nochmal. Ah, so. Okay, Regenerationsbeschleuniger. Wir haben es geschafft. Oh. Eisblut und brennendes Desaster. Wir haben zwei Waffen bekommen. Ich habe wieder es nicht geschafft, mal Gunst zu verlieren. Wir sind Folge. Wir haben alles wiederbekommen. Wenn ich jetzt zurücklaufe, saved es automatisch? Manchmal, da geht's zurück. Autosave oder so? Ich möchte eigentlich jetzt nicht, wenn ich es jetzt noch ein Bosskampf wirklich kommen sollte. Also ich schätze mal, dass Mido jetzt kommt. Oder er ist schon weg und es kommt eine Sequenz. Das wäre mir sehr gelegen. Ja, aber ich denke, es speichert, falls ich sterben sollte. 1,1 Millionen Dunst. So fehlt noch nie. Ich denke... Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir ihn nicht jetzt in die Hand bekommen. Wir haben es geschafft, ohne auf unsere Trumpfkarte zurückzugreifen, obwohl ich es gerne wollte. Nee, wir werden kämpfen müssen. Bitte sag mir nicht, er hat auch noch drei Minions dabei oder so. Das wäre ja übelster Cancer. Oh, sind wir vorbereitet? Oh, wir können nichts anderes machen. Das kann wieder raus. Das will ich entfernen. Gut, danke. Können wir potenziell irgendwas anderes nehmen, was uns helfen könnte? Nein, das bringt uns auch nichts weiter. Momentchen mal, was? Moment, nein. Ich will es benutzen.
Ich hätte die ganze Zeit ein Heil hätte mehr gehabt. Ah, da entferne ich's. Okay, zurück zum Thema. Nehme ich auf. Ja, ich nehme auf. Gut, die werde ich alle nehmen heute, wenn wir damit fertig sind gleich. Habe ich nichts dabei, was sie wird Def oder so kurzzeitig erhöht? Das könnte man nehmen, aber es wäre mir eigentlich egal. Das Tempo. Oh. Oh. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir. Nein. Nein. Das war viel zu früh. Stop right there, Mito. Ich wollte mich noch buffen. Your persistence is tiring. So tell me, just what exactly are you after anyway? What do you have to gain in reviving the Queen? Reviving the Queen? What's so damn funny? I've collected enough data already. I have no more use for the Queen. Then why? Let me ask you something. Do you ever sit back and wonder why you were created in the first place? Or why revenants have power far beyond that of mere humans? That's simple. Everyone knows it was to stop the Queen when she frenzied. Aren't you forgetting something? The day of the Great Collapse? The creatures that caused all that ruin. Both Revenants and the Queen were created to eliminate those horrors. And yet, they are all still incomplete. I wanted to witness Gregorio's monstrous transformation with my own eyes, but sadly it cannot be. Now, allow me to show you the truth of our world. Be. The cage is unlocked.